Die Nacht war okay, aber doch ganz schön kalt. Also die Bedingungen, ja, lassen mich doch auf jeden Fall an meine Grenzen kommen, weil das mit dem Feuer hat überhaupt nicht geklappt. Also es hat zwar gebrannt, aber nicht wirklich gewärmt. Man musste sich ständig drum kümmern. Jetzt werde ich das heute besser vorbereiten. Das heißt, ich werde zu den größeren Fichten gehen und mir dort die unteren Zweige da abmachen. Ich werde den großen Rucksack mitnehmen und dann gehe ich ein paar Mal, weil sonst hat das echt keinen Sinn. Auch die trockenen Zweige hier von den kleinen Fichten, es hat fast nicht gebrannt. Und dann die Feuchtigkeit, jetzt waren es glaube ich echt minus 6 Grad die Nacht gewesen. Und ich habe die Hose ausgezogen. Die ist steif gefroren. Aber ich denke, so trocknet es, wenn ich dann Feuer angemacht habe, werde ich die dann wieder anziehen. Die Handschuhe genauso. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal Holz holen. Ja, ist gar nicht so leicht, weil der Schnee doch ganz schön tief ist. Und zu denen will ich jetzt hin. Da ist so eine Baumgruppe. Und dann schaue ich mal weiter. Ja, also knietief. Ja, hier bin ich auch schon fündig geworden. Die ganzen Äste hier. Mein Rucksack ist soweit geladen. Das werde ich dann zum Frühstücken, vielleicht sogar noch zum Mittagessen benutzen. Und dann werde ich dann auf jeden Fall nachher noch eine Tour machen und Holz holen. Hier haben wir ja genug. Aber ich denke, damit geht es auf jeden Fall besser. Damit habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Euch noch mal kurz zeigen, wie schön das hier ist. Ist auch wieder zwischen zwei Wegen und hier kommt keiner hin. Ja, hier sieht man auch, warum ich nicht unbedingt hier übernachten wollte. Überall umgestürzte Bäume. Und es kann ja immer mal passieren. Deswegen habe ich mich aus dem Wald verzogen. Abgefahren. Ja, ich werde umziehen, weil mir das doch zu kalt war. Also nicht an den Stellen, an denen ich direkt auf der Isomatte gelegen habe. Also sobald ich irgendwie mit den Knien, Rücken, direkt an der Hängematte lag und der Wind da drauf kam, war es wirklich extrem kalt. Deswegen, das wollte ich sowieso mal ausprobieren. Zeige ich euch mal. Habe ich das Tarp abgenommen und habe mir jetzt so eine kleine Hütte gebaut. Hier erstmal das Feuer. Das ist relativ klein. Dann verbrauche ich nicht so viel Holz. In den beiden Gefäßen, mache ich Wasser warm, beziehungsweise schmilze Schnee, dann habe ich immer was. Und
Da hinten ist dann mein nächstes Nachtlager. Da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf und bin mal gespannt, wie das wird. Ich habe das ja aus dem Internet, gibt es ja diverse Aufbaumöglichkeiten und mit so Hölzern dann als Sicherung oder als Befestigung, also so ein Schneeanker aus Holz sozusagen befestigt. Die eine Leine, Abspannleine da mit einem Top-Segel-Schotsteg wieder, den ich ja so oft benutze. Hier dann ein Ast. Ja. Und da werde ich dann meine Hängematte hinlegen und die Isomatte, Schlafsack. Ich bin gespannt, wird bestimmt eine ganz angenehme Nacht. Ich habe mir mal die Bank woanders hingestellt, weil der Qualm die ganze Zeit direkt in mein Gesicht gekommen ist. Das hat natürlich gestört. Ich war heute eine kleine, ja, Wanderung nicht wirklich, aber ich bin ein bisschen spazieren hier gegangen, in dem Gebiet, in dem ich mich befinde. Und war angenehm überrascht, weil weit und breit keine Wege. Ich habe das per GPS schon gesehen, aber man kann den Maßstab natürlich auch nicht so gut abschätzen. Und hier ist alles voller Wald, also es ist paradiesisch. Teilweise alte Wege, die nicht mehr genutzt werden. Da wurden dann extra noch neue Fichten gepflanzt, direkt auf dem Weg, dass den keiner mehr nutzt. Ja, echt paradiesisch hier. Ich habe mir den Platz auch wieder per GPS-Punkt gemerkt auf meiner Karte. Und also Martin, wir müssen unbedingt hier nochmal herkommen. Das ist einfach Bushcraft Wild Camping Paradise. Ja, an meiner Haltung sieht man schon, ich bin angekommen. Im Wald sozusagen, im Schwarzwald. Und es geht doch relativ schnell, aber das war auch eine ganz schöne Tortur gestern Abend. Es war richtig fies kalt gewesen. Das Feuer wollte ewig nicht brennen, weil es nass war. Alles war nass. Dann, es hätte halt wirklich noch einiges an Vorbereitung gebraucht. Und das hat gebrannt, aber dann ist es teilweise wieder ausgegangen, weil es zu feucht war, zu nass war. Also klar kann man kurz ein Feuer anbringen, aber ein richtig großes mit Glut auch. Das bedarf auf jeden Fall, meiner Meinung nach, guter Vorbereitung. Das hat man heute Morgen gemerkt, da habe ich dann das alles gut vorbereitet und immer so kleine schöne Schnipsel draufgeschmissen. Das Feuer halt vom ganz Kleinen dann zum Großen werden lassen und das hat super geklappt. Ja, ich denke, ich filme dann heute nicht mehr. Morgen, ich guck mal, ich mache bestimmt noch ein paar Aufnahmen vom Camp, weil mir das so gut gefällt. Mittlerweile haben sich so ein paar Wege schon gebildet, die ich halt immer gegangen bin. Das ist echt interessant. Ja, ich esse jetzt noch ein bisschen was. Uhrzeit habe ich vorhin geguckt, war glaube ich 5:30. Jetzt haben wir es so 6 Uhr wahrscheinlich. Ich denke, ich gehe um 8 oder 9 Uhr dann ins Bett. Ich werde auch nicht auf die Uhr gucken. Handy ist schon weggepackt. Und ja, dann bis morgen. Yeah.
werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Holz nachlegen. Ja, cool, das Feuer hat den ganzen Tag gebrannt. Immer mal ein bisschen drum gekümmert, dann weggegangen, wieder Holz holen. Da habe ich mir die Gegend noch angeguckt. Auf jeden Fall mehr Holz. Morgen. Ey, die Nacht war dermaßen kalt gewesen. Ich habe immer nur phasenweise geschlafen und habe mir in der Nacht schon gesagt, ich werde morgen die Zelte abbrechen und nach Hause fahren, weil das hat echt keinen Sinn. Boah. Es ist echt extrem kalt. Ich habe schon bei minus 4 Grad übernachtet, auch direkt auf dem Schnee. Und das war mollig warm gewesen. Also ich habe jetzt kein Thermometer dabei. Aber ich schätze mal minus 8 bis minus 10 Grad. Ja, echt extrem kalt. Klar, ich könnte Feuer machen, aber dann müsste ich die nächsten zwei Nächte dann wieder irgendwie überstehen. Teilweise muss ich sogar sagen, dass es in der Hängematte wärmer war als jetzt da auf dem Boden. Und ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Vielleicht gibt es noch ein paar Eindrücke, ein paar ja, Szenen. Aber ansonsten war es das jetzt gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dazu muss ich sagen, obwohl ich jetzt abbreche und nach Hause fahre, waren die zwei Tage märchenhaft, waren traumhaft für mich gewesen. Für mich ist wieder mal ein Traum in Erfüllung gegangen. Das ist einfach nur auch verrückt gewesen, ganz klar auch. Aber wunderschön auch. Also bis dann, gell? Macht's gut. Ciao. Boah.